Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnell und gute Besserung. Ja, ihr Lieben. Ich bimmel hiermit mein 1000. Video ein. Jawohl. Falls ihr euch fragt, diese wunderschöne Glöckchenkette mit einem wunderschönen Klang, findet Johannes übrigens auch, also mein kleiner Sohn, gibt es momentan bei Tchibo, habe ich mir gestern mitgenommen. Ja, wir waren Lebensmittel einkaufen und da ist so eine schöne Tchibo-Ecke und ja, ich glaube 5, 6 Euro. Ich hätte es, glaube ich, gar nicht mitgenommen, aber als ich damit die ersten Töne gemacht habe, in dem Geschäft noch, fand Johannes das so, so schön und hat gelächelt, da musste ich das einfach mitnehmen. Ja, ich denke, das kann man auch schön als Weihnachtsdeko benutzen. Ja, und ich dachte mir, ich nehme das jetzt einfach, ich will jetzt hier gar nicht so... Ja, ich habe durch Zufall jetzt letztens gesehen, ich bin ja noch etwas erkältet, ich habe es euch ja auf Instagram gepostet und im letzten Bügeltalk, also mein letztes Video war ja der Bügeltalk, ist ja, glaube ich, schon über eine Woche her und ihr seht es vielleicht, ich habe mich ein bisschen geschminkt. Ich habe allerdings heute nur ein Puder im Gesicht. Ja, und womit ich mein Augen-Make-up geschminkt habe und warum ich hier so komische Glitzerpunkte über habe im Gesicht, das seht ihr im Anschluss. Also ich zeige euch jetzt erst meine aufgebrauchten Sachen. Ja, wir machen, weil ich habe mir gedacht, ein Special-Video, nur weil es das 1000. Video ist, ist Quatsch, weil ich finde, ohne jetzt auf die Kacke hauen zu wollen, sorry, jedes meiner Videos ist irgendwo ein Special. Und es ist jetzt das 1000., also laut YouTube, hier Analytics, ist es das 1000. Video. Ich freue mich. 1000 ist schon eine Megazahl und ich dachte mir einfach, ja, was machst du da? Ich bin noch erkältet, ich hatte oder habe noch eine Nasennebenhöhlenentzündung, deshalb höre ich mich vielleicht noch ein bisschen nasal an. War beim Arzt, ich dachte, ich kriege das so hin, aber ich muss jetzt leider Antibiotikum nehmen. Naja, deshalb seht es mir nach, wenn ich ab und zu vielleicht nicht ganz so fröhlich gucke wie sonst immer. Ich gebe mir Mühe, aber ich habe halt noch hier so einen Druck und hier das Auge. Das fühlt sich so an, als hätte ich einen Fremdkörper drin, da ist aber nichts. Und die Ärztin meinte, das kommt halt durch die Nasennebenhöhlen, die zu sind. Ja, jetzt wollen wir mal die Daumen drücken, dass mal bald alles wieder abfließen kann richtig und alles frei wird. Ich zeige euch also nach dem Aufgebraucht noch direkt meine neuesten Sachen, die ich gekauft habe. Es ist vom Rossmann, genau. Ich war bei Rossmann, habe ein bisschen was entdeckt, ist nicht viel, aber interessant und ja. Top und Flop sind dabei. Okay, ihr Lieben, also, ich bedanke mich bei euch jetzt schon mal. Ich weiß ja nicht, gibt es jemanden unter euch, hat jemand alle meine Videos geguckt? 1000 Stück? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es ist schon eine Wahnsinnszahl. Und ich würde sagen, Prost, Kaffee, Wasser ist am Start. Auf die nächsten 1000 mit euch. Jawohl. Ich wollte heute meine Haare offen tragen, aber die sind so elektrisch, kennt ihr das? Je nachdem, was man sich... Hier, dieses Oberteil macht meine Haare sehr, sehr elektrisch und dann fliegen die überall rum. Ich musste jetzt zur Feier des Tages ein Haarband, ja, weil ganz am Anfang habe ich fast in jedem meiner Videos ein Haarband getragen und jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr und jetzt dachte ich mir, jetzt ist es soweit. 1000. Video, Haarband rein, erkältet zwar, aber egal. Aufgebraucht im Monat, ja, normal drehe ich ja das Aufgebraucht immer zum Ende bzw. zum Anfang jedes neuen Monats. Das durch die Erkältung und alles hat es nicht funktioniert, deshalb kommt jetzt heute zum, was haben wir heute für einen? Heute ist Sonntag, der 16., 17., irgendwie so, November, also schon wieder Halbzeit im Monat November. Ja, ich habe dementsprechend Tücher ordentlich aufgebraucht. Diese Boxen sind sehr, sehr schön. Ich finde auch die gar nicht so... Ja, ich finde die auch, sagen wir mal so, ich finde die auch recht schön. Das ist eine hier von DM, soft und sicher. Das sind halt Taschentücher, die bestehen aus 100% hygienisch recycelten Fasern. Ja, ich glaube, die kosten ein bisschen mehr wie die normalen, aber ja, man tut halt noch ein gutes Werk und ich finde die toll. Also die waren auch beim Naseputzen, ne? Also ja, sehr reißfest steht hier auch drauf, ja. Gute Reißfestigkeit. Und da kann man ruhig die Nase mit schnäuzen. Die kaufe ich mir auf jeden Fall nach. Ist halt DM und ja, das ist auch DM, auch soft und sicher. Das sind halt die normalen Tücherboxen.
die halt auch immer, muss man ja sagen, schön designt sind. Die Classic. Und die Classic sind super, auch zum Nasenschneuzen. Die sind vierlagig. Weiß nicht, hier steht es, vierlagig. Und kaufe ich mir immer wieder nach. Mal die, je nachdem. So, ich weiß gar nicht. Ja, und diese hier habe ich auch schon. Also ich kann euch sagen, diese Erkältung diesmal bestand bei mir aus Halsschmerzen, ziemlich heftig, und Nase. Die lief und lief und lief. Sagen wir mal, die 4 Tage bestimmt nur am Laufen. Und dann ging es irgendwie zu. Dann dachte ich, ich hätte es geschafft, aber dann merkte ich halt ganz schnell, nee. Ja, Nasennebenhöhlen. Aber in der Zeit des Naselaufens ohne Ende habe ich auch diese hier benutzt. Das sind die von Tempo, die Standard, ohne Duft oder so. Die sind aber waschmaschinenfest. Und es ist mir bisher zweimal passiert, dass ich wirklich Taschentücherstoff mitgewaschen habe. Die waren nicht waschmaschinenfest. Und das ist dann, vielleicht kennst du der ein oder andere, nicht so schön gewesen. Aber die von Tempo, die sind super weich und die sind schon toll. Ja, gestern habe ich, ich habe ja noch ein paar Badezusätze und ich möchte eigentlich mir keine neuen kaufen. Ich meine auch, habe ich nicht getan bisher. Weil, ja, wegen Verpackungsmüll einfach, ne? Dann lieber eine große Tube kaufen. Nur von den meisten Badesalzen gibt, also es gibt nicht von jedem Badesalz eine ganz große Tube zu kaufen, leider. Dieses hier fand ich nicht schlecht. Ich meine, meine Nase ist noch leider sehr ramponiert und zu. Aber das hier, das riecht man. Und das ist halt Melisse Wacholder von Isana. Das ist schon etwas länger in meiner Sammlung und ich weiß nicht, ob es Melisse und Wacholder noch gibt. Pflegend und entspannt, das kann ich bestätigen. Es hat sogar geschäumt. Viele Badesalze schäumen ja nicht. Dieses hier hat geschäumt. Es war nicht ganz so dichter Schaum, aber der Schaum war da. Und ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass da irgendwelche pflegenden Öle mit bei sind. Was steht denn hier? Meersalz, Duftkomposition, hilft Körper und Geist wieder neue Kraft zu schöpfen. Ätherisches Wacholderöl. Ja, dann ist es das wahrscheinlich. Hier ist ätherisches Wacholderöl drin enthalten und das fand ich wirklich sehr pflegend irgendwie. Also, kann ich empfehlen. Wenn es das als große Badetube gibt, kaufe ich mir. Habe ich aber noch nicht gesehen. So, dann habe ich von Sacrotan, von meinem No-Touch Handseifenspender, diesen Nachfüller leer gemacht. Ja, Kaschmir und Rosenessenz war das. Kaschmir und Rose. Die kaufe ich mir immer wieder nach, meistens, wenn sie bei Rossmann im Angebot sind. Ich weiß, man kann die wohl auch auffüllen wieder. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Würde ja auch wieder ein bisschen Müll sparen. Da habt ihr schon recht. Ja. Aber ansonsten benutze ich das halt hier in der Küche. Gerade wenn man mit Teig, jetzt kommt ja die Weihnachtszeit. Ich hoffe, ich kann wieder Plätzchen backen. Und man hat klebrige Teigreste an den Händen. Dann ist es manchmal vom Vorteil, wenn man nur die Hand drunter halten muss und nicht hier den ganzen Spender durch Drücken des Hebels versaut. Ja, Alverde Nagelpflegestift habe ich aufgebraucht. Gibt es, glaube ich, noch, oder? Den hatte ich schon ziemlich lange in meiner Nagelpflege. Und ja, das ist ein einfacher Stift. Der hat hier so ein Bürstchen. Und wenn man hier dreht, hier unten, dann kommt das Öl hier raus. Ein bisschen kommt noch. Meine Nägel sind sehr ramponiert hier. Dann könnt ihr, seht ihr den Glanz? Also ich könnte ihn vielleicht doch noch einmal verwenden. Ja, heute Abend beim Fernsehen gucken. Ist ein sehr, sehr schönes, pflegendes Öl. Und ich finde es halt schön, es ist praktisch. Man braucht nicht in irgendeiner Dose rumwühlen. Man hat es in Stiftform auch für die Handtasche immer mit dabei. Muss ich mir noch nachkaufen. Nagelpflegestift von Alverde. Ja, mit Wertfüllen, mit Shea Butter auch. Und ja, ich finde ihn gut. Und wenn ich mir einen nachgekauft habe, wandert der auch wieder. Den hatte ich auch in der Handtasche. So, sehr, sehr schön pflegend. Und gerade jetzt sind meine Nägel trotz, ich nehme immer noch diese Biotin-Kapseln, aber irgendwie bringen die nichts mehr. Man sieht es, glaube ich. Ne? Diese Nägel hier sind noch ganz gut. So die Länge mag ich auch. Das ist okay. Aber hier sind sie mir abgebrochen, da musste ich sie wieder kürzen. Der Daumen ist mir hier seitlich eingerissen. Naja. So, Seventh Generation, ein Spülmittel, hatte ich noch nie vorher. Wollte ich mal ausprobieren. Wo habe ich mir das denn geholt? Ich glaube im DM, ich meine DM, ja. Diese Marke, von der hatte ich noch nie was. Das ist ein Spülmittel mit Pflanzenkraft, 91% pflanzenbasiert. Und die Pulle hier besteht aus 100% recycelten Plastik. Wer es mir nicht glaubt, hier unten steht es. Es war auch jetzt nicht gerade das günstigste Spülmittel,
Aber man tut was für die Umwelt und ja, free and clear für die nächsten 7 Generationen steht hier drauf. Ja, es war ein solides, super Handspülmittel. Bisher hatte ich immer ein Spülmittel, was irgendwo geduftet hat, nach Zitrone, nach Granatapfel, keine Ahnung. Dieses hier riecht nach nichts. Ich rieche im Moment nicht gut, aber das vor meiner Erkältung hat das auch schon nicht gerochen. Also das riecht wirklich nach nichts. Hier steht es auch 100% ohne Duftstoffe und Farbstoffe. Ich denke, ich werde es mir jetzt irgendwann nachkaufen. Im Moment habe ich noch eins von Rossmann. Das ist auch nicht schlecht, aber dies hier, ja. Ja, die habe ich vor ein paar Tagen leer gemacht. So eine kleine Tube, 10 Milliliter von Alverde, diese Tagespflege mit Rose, finde ich sehr, sehr gut. Ja, und die habe ich mir mal gekauft. Die war noch in meiner Kulturtasche damals, als ich schwanger war. Und als es dann ins Krankenhaus ging, hatte ich mir die in die Kulturtasche gepackt. Und die ist für sehr trockene Haut, aber ich finde, die kann man auch im Sommer benutzen. Dann nimmt man halt nicht so viel mehr. Also die ist schon sehr reichhaltig, da stimme ich zu. Riecht wunderbar nach Rose. Ja, ich rieche jetzt nicht so viel, aber sie riecht wirklich toll. Also man muss diesen Duft mögen. Ich weiß, viele von euch mögen, glaube ich, auch nicht so Kräuterdüfte. Aber das hier... Ich meine, die gibt es noch. Die ist ja jetzt schon auch, ich würde sagen, 1,5 Jahre alt. Ich würde sie mir nachkaufen. Im Moment habe ich allerdings noch Pflege fürs Gesicht. Sakrotan Samtschau. Da muss mir jemand nochmal schreiben. Ich glaube, ich finde den Kommentar nicht mehr. Das kann man wohl auch selber machen. Und zwar so ein Schaum. Aber da gibt es so ein bestimmtes Verhältnis, wie man so einen Handseifenschaum selber machen kann. Ich glaube... Ein Drittel normalen Handseife, dreimal Wasser oder irgendeiner von euch weiß das bestimmt, wie man so einen Handschaum selber machen kann und dann könnte ich mir den ja hier reinfüllen. Sakrotan, hier steht drauf, enthält mindestens 45% weniger chemische Inhaltsstoffe. Also ich glaube im Moment sind sie alle so ein bisschen am Umdenken, was ich toll finde. 45% weniger chemisch, das ist natürlich nicht 100%, aber das ist, glaube ich, auch schwierig, sowas zu realisieren bei so einem Produkt. Das war super, das war Zitrone-Orangenblüte. Mein Mann hat geschwärmt, ich habe es nicht wiedergefunden. Selbst mit meiner zu Nase rieche ich das. Es war sehr, sehr angenehm, der Schaum. Ich halte mir mal diese leere Verpackung zurück. Wenn mir jemand von euch schreibt, wie ich das nochmal dosiere, dann werde ich das tun. Ich lasse die noch zurück. Dann kann ich mir ja so einen Handseifenschaum auch selber machen. Ja, der Gedanke kam mir nämlich eben. Mir hat das jemand schon mal geschrieben, wie man das macht. Aber ich finde den Kommentar jetzt nicht mehr. Oh, Milchreis. Ja, wir sind im Moment auf dem Milchreistrip. Und früher als Kind habe ich Milchreis geliebt. Und heute immer noch. Also ich kenne auch niemanden, der kein Milchreis... Also aus unserer ganzen Familie, Freundeskreis kenne ich niemanden, der kein Milchreis mag. Wahrscheinlich ein paar von euch sagen jetzt, Nadine, ich mag keinen Milchreis. Aber Milchreis ist ja, den kann man einfach so essen. Den kann man ein bisschen süßen mit Zimt, mit Zucker. Ich habe immer Agavendicksaft genommen, so ein ganz bisschen nur. Und dann habe ich mir Früchte gemacht. Da habe ich mir eine Banane, einen Apfel dadurch, einen schönen Obstsalat. Und diesen Fruchtcocktail hier über den Milchreis, das ist der von DM Bio, den finde ich sehr, sehr gut. Natürlich, man muss bei Milchreis... Ich denke, viele schrecken davor vielleicht zurück, weil es sehr lange dauert, bis der Milchreis fertig ist in der Zubereitung. 25 Minuten. Also das ist, finde ich, kurz. Ich habe einen aus dem Rewe, einen Milchreis, eine Sorte, die muss fast 40 Minuten köcheln. Dieser hier 25 Minuten. Das geht, finde ich. So, den wollte ich, genau. Ab und zu habe ich halt auch mal sowas dabei, ne? Ja, von Clarins habe ich das Serum aufgebraucht. Das ist ein Bodyserum. Das war jetzt mal als Probe dabei in einer der Douglas-Bestellungen. Und das ist halt so eine kleine Probe von diesem Serum. Fand ich sehr, sehr gut. Ich habe damit meinen Hals und mein Dekolleté zweimal komplett einreiben können. Zieht sehr schnell ein. Die Tube sieht so aus. Und es hat einen angenehmen, leichten Duft, aber jetzt nichts Penetrantes. Und ja, man kann nicht viel sagen, ne? Der Duft war okay. Ein bisschen sehr fraulich so, aber ich fand es gut. Ich meine,
ich werde mir das nicht nachkaufen in groß, Clarin. Ich weiß nicht, ist ja auch ein bisschen kostspielig. Aber ich habe jetzt auch nicht die Inhaltsstoffe hiervon gecheckt. Da stehen sie alle. Ziemlich viele. Nein, ich habe ein gutes... ich muss erstmal meine ganzen anderen Körpercremes aufbrauchen. Ne? Aber es war jetzt zum Ausprobieren nicht schlecht. Oh ja, jetzt kommt was. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, leider. Ich habe da noch eine andere Version von. Das ist noch ziemlich neu, glaube ich, von Altera für die Haare. Gibt es jetzt eine neue Serie, die nennt sich Prachtvoll. Also die sehen so aus, so rund, eigentlich schön. Beim Shampoo habe ich auch mehr verbraucht. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Nur muss ich leider sagen, ich habe das mit Spülung, ohne Spülung ausprobiert. Ich kriege eine sehr trockene Kopfhaut davon. Ja, leider. Es ist mit Brokkoli-Extrakt. Es gibt noch so eine grüne Serie, die benutze ich gerade. Die teste ich auch noch aus von Altera Naturkosmetik. Aber diese Serie vertrage ich leider nicht. Und ich muss sagen, bei der Spülung ist es so, die ist ziemlich fest. Und dieses Verpackungsmaterial ist sehr steif. Also ich muss ganz viel Gewalt anwenden, damit mal hier Produkt rauskommt. Auch bei der grünen Serie ist das leider so. Und das, deshalb würde ich mir die Spülung nicht nachkaufen. Ich habe erst überlegt, vielleicht probiere ich es mit der Spülung nochmal. Ich glaube, ich fülle die mir mal um, weil das ist wirklich, du stehst unter der Dusche und drückst den Wolf. Kommt kaum was raus. Und das Shampoo muss ich jetzt, also das habe ich über die Hälfte aufgebraucht und ich kriege so eine trockene Kopfhaut leider davon. Ja, geht nicht. Es ist ohne Silikone, es ist vegan, Anti-Frizz-Formel, eigentlich eine gute Sache. Riecht auch ganz angenehm. Nee, das Shampoo kommt weg. Das ist auch nicht mehr so viel drin. Und das, die Spülung fülle ich mir um. Also von der Spülung, die packe ich mir ja auch nicht auf die Kopfhaut. Packe ich mir nur in meine Längen. So ab Ohrläppchen hier so. Ja, ab hier. So das Stück, was ihr hier seht, da packe ich mir auch eine Spülung nur rein. Aber wie gesagt, man drückt sich hier in Wolf. Sehr festes Material. Vielleicht bin ich auch einfach zu schwach. wieso habe ich das hier drin? Ach, die benutze ich gerade im Moment. Das ist von Biocura. Lichtschutzfaktor 15, Q10. Wollte ich euch kurz zeigen. Finde ich nicht schlecht. Das ist eine leichte Pflege, ist aber hier schon hier bei ersten Fältchen und so. Und das meine ich, gibt es im Aldi. Ne? Für sensible Haut sogar. Mit Mandelöl, Hyaluron und Glycerin. Also ich fand, ich hätte auch die Inhaltsstoffe gecheckt mit dieser App, Kojak. Und ja, war okay. Das Einzige ist, also ich benutze die im Moment, die riecht ein bisschen komisch. Ein bisschen muffig. Das verfliegt aber hinterher. Das ist nur beim Auftrag. Die war sehr, sehr günstig. Ich weiß nicht, ob es die im Standardsortiment gibt. Es war damals so ein extra Aufsteller. Hier ist eine Altersempfehlung. Also es ist jetzt noch nichts unbedingt für Haut ab 20. Ich glaube hier, wir fangen ab 40 an. Ja, da bin ich ja gut dabei mit meinen 43. Ne? So. Dann haben wir hier, ja, ich hatte mal eine kurze Zeit, da hatte ich eine arge Verspannung und da habe ich diese Thermacare benutzt, hier. Und die sind wirklich super, ich weiß, die sind teuer, ich weiß, es gibt günstige im Rossmann, die habe ich auch schon probiert, aber die sind nicht so effektiv, die halten nicht so lange und hierbei habe ich überhaupt keine Nachteile und die wirken wirklich über 8 Stunden. Ich habe mir die mal raufgemacht, 12 Uhr mittags und am nächsten Morgen habe ich noch eine leichte Wärme verspürt. Also die halten super, super lange. Und manchmal gibt es sie auch im Angebot. Muss man gucken, vielleicht auch hier online im Apothekenshop, Shop-Apotheke oder so. Und die gibt es ja mittlerweile nicht nur für den unteren Rückenbereich, habe ich die auch schon verwendet. Diese hier finde ich halt sehr gut. Die gibt es speziell, weil ich habe halt sehr oft hier im Nacken, Schulterbereich Verspannungen. Und da wirken die wirklich Wunder bei mir. Ja, dann habe ich diese hier aufgebraucht. Ich habe ja so eine Kapselmaschine. Im Moment habe ich sie jetzt weggeräumt. Ja, das war jetzt meine letzte Packung erstmal, die ich verbraucht habe. Wir benutzen die im Moment so selten. Und die nimmt mir nur Platz weg. Die habe ich jetzt erstmal wieder in den Schrank geräumt. Irgendwann, vielleicht im Frühjahr oder so, hole ich sie mal wieder raus. Aber diese hier kann ich euch empfehlen. Wer auch vielleicht so eine Kapselmaschine hat, die sind nämlich kompostierbar. Ohne Aluminium und die gibt es im DM, aber ich habe die jetzt auch schon beim Edeka gesehen, also die gibt es im Rossmann glaube ich nicht.
My Coffee Cup. Die Sorte war so mittelstark. Ja, schon eher würziger vom Geschmack her. Ich trinke meinen Kaffee immer mit ein bisschen Milch und da ist das super. Ja, kann ich empfehlen. Genau. So, was haben wir noch? Zum Baden. Dresdner Essenz. Die Pulle hier ist bestimmt schon die vierte, fünfte, die ich leer gemacht habe. Weil die Inhaltsstoffe passen einfach für uns. Und das Baden macht da drin Spaß. Es riecht gut, es schäumt gut. Ist so ein bisschen grünlich, sieht man, ne? Oh, ich liebe diesen Duft. Ich rieche jetzt nicht so viel, aber ich weiß, wie es riecht. Und es ist toll. Es ist ohne Mikroplastik. Man kommt mit so einer Flasche 400 Milliliter recht weit. Man braucht, es ist sehr ergiebig. Ich würde schon sagen, es ist sehr ergiebig. Das ist jetzt mit Olivenmilch. Ja, ich hoffe, die nehmen das nicht aus dem Programm, weil wir lieben das. Ich habe mir jetzt von Dresdner Essenz noch eine Pulle geholt. Was Weihnachtliches. Da bin ich auch gespannt drauf. Und dies hier kann ich empfehlen. Daumen hoch. So, ein Kokosriegel, Genuss pur. Ja, ich liebe Kokos und zwischendurch mal ab und zu hole ich mir mal solche Riegel. Der kommt jetzt mal nicht aus dem Rossmann, genau. Und war sehr, sehr lecker, saftig, kokosnussig und ja, was rede ich? Doch, klar, Kokos. Kokos und Schoko. Ja, Schoko darf natürlich nicht fehlen, ne? Ja, 43% Kokosraspeln. Und 17% Zartbitterkonfitüre. Sehr, sehr lecker. Wer Kokos mag, kann sich den ja mal anschauen und probieren. Wo habe ich den denn her? Habe ich den geschenkt bekommen? Das ist von DM Bio Schokoriegel mit gepufften Dinkel. Ich meine, ich habe den geschenkt bekommen. Und der war sehr, sehr lecker. Den muss ich mir unbedingt mal wieder auf meinen Einkaufszettel schreiben. Oh, der ist super lecker. Ja, Vollmilchschokolade. Ich liebe sowas. Ja, dann eine Probe von Primavera, die habe ich auch geschenkt bekommen. Primavera, da hatte ich auch schon mal so ein Duftöl. Und die Marke finde ich ganz gut. Gibt es, glaube ich, im Müller habe ich das mal gesehen, Primavera. Ist vegan, das war jetzt eine Pflege, Revitalpflege mit Rose und Pomegranate und Biogranatapfel. Hier oben steht's. So, und ich fand das sehr, sehr toll, also sehr, sehr pflegend, hat super gut gerochen. Ich habe damit, glaube ich, dreimal mein Gesicht eincremen können. Ja, war sehr ergiebig. Das war halt mit dabei, hier so als Infozettel. Und hier hat das Tütchen so drin geklebt. Ja. Und ja, ist ein Serum. Ein Serum? Oh, sorry. Ist ein Serum. Also habe ich aber auch dreimal benutzen können, das Serum. Und danach halt eine Pflege. Fördert die Zellerneuerung, lässt den Teint jugendlich erstrahlen und ebenmäßiger erscheinen. Ja, super. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen kostspieliger sein, aber gute Inhaltsstoffe muss man halt mal gucken. Wenn ich mal wieder im Müller bin, bin ich ja nicht so häufig, ne? Moment. Nehmen wir erstmal wieder was Größeres. Oh ja, da bin ich ein bisschen am Weinen. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Von Hello Body. Das Coco Day Detox Face, diese Lotion hier. Man hat es oft in der Werbung gesehen, sei es auf Instagram, also überall poppte immer ein Fenster auf und ich habe diese Werbung gesehen. Und dann habe ich es natürlich auch mal danach geschaut, aber die sind ganz schön teuer, die Teile. Also holla die Waldfee. Natural, ja, aber es sind auch alles super Inhaltsstoffe. Es ist nicht getestet an Tieren. Dermatologisch getestet, safe, natural ingredients, also alles natürliche. Es war eine leichte Feuchtigkeitspflege, jetzt nichts unbedingt für den Winter. Aber die roch gut, die zog schnell ein, ich konnte mich super und sie hat gepflegt, ich habe mich wohlgefühlt. Und ich finde das halt auch schön mit so einem Pumpspender. Kommt nichts mehr raus. Also, ich habe das im Hinterkopf. Irgendwann, vielleicht bestelle ich mir das nochmal. Aber dann auch erst wieder zum Sommer hin, weil das jetzt für den Winter ist es mir nicht reichhaltig genug. Aber jetzt also im Sommer und bis zum Herbst war das super. Und danke, danke nochmal an die Person, die mir das hier geschenkt hat. Mua! Tolles Produkt. So, dann haben wir geduscht natürlich auch. Und das hier habe ich mir mal irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, zugelegt, weil ich immer das Gefühl hatte, die anderen Sachen, Seife und so, hilft nichts. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müffel. Das war mal so eine Phase wirklich. Und das hier, das hat wirklich lange auf der Haut gerochen. Und damit habe ich mich dann wirklich für eine kurze Zeit, das war wirklich eine kurze Zeit, da habe ich mich wohlgefühlt. Von Hydrofugal das Doppelschutzduschgel. Ja,
Das wollte ich einfach da ausprobieren, weil, weiß ich auch nicht. Das hat halt wirklich eine Deo, einen Deo-Frische-Effekt, steht hier drauf. Ich habe wirklich einen halben Tag das auf der Haut gerochen. Ich habe immer wieder meinen Rüssel an meine Haut gehalten. Ich habe mich danach nicht eingecremt. Und tatsächlich, man hat das gerochen. Und es riecht sportlich frisch. Sehr, sehr angenehm sportlich frisch. Nichts irgendwie süß oder rose. Nein, sportlich frisch. Reduziert nachweisbar die Neubildung von geruchsbildenden Bakterien. Ist extra mild und pH-freundlich. Kaufe ich mir jetzt aber erstmal nicht nach. Ich habe noch genug andere Sachen, aber ich wollte das einfach mal testen. Weil ich wirklich eine kurze Zeit immer das Gefühl hatte, so, ich glaube, das lag auch an den Hormonen. Ich habe ja da noch gestillt, Johannes habe ich noch gestillt. Und ich glaube, dann schwitzt man mehr und jetzt ist es vorbei. Also jetzt ist wieder alles normal, würde ich sagen. Ja, hier habe ich, ich musste gerade kurz überlegen, von Lavera hatte ich noch diesen Natural Hard Drink bei Rossmann, glaube ich, mal gekauft. Ist auch sehr natürlich, Naturkosmetik, super Sache, ohne Silikone. Ist ein Conditioner, angenehmer Duft. Nicht zum Verzehr geeignet, ne, weil hier sind so Gürkchen drauf und was denn noch? Minze, glaube ich. Bio-Gurke und Bio-Minze. Ja, es macht aber bei mir nichts. Meine Haare lassen sich dadurch überhaupt nicht auskämmen, weil ich benutze einen Conditioner sehr gerne, weil durch meine Haarlänge und dadurch, dass ich auch mal Strähnchen hatte, sind die noch sehr, wie sagt man, verknotet nach der Haarwäsche. Und ich brauche einen Conditioner oder so ein Leave-In, so ein Spray hier von Gliscor, habe ich auch noch. Das hier macht leider gar nichts. Meine Haare sind knotig wie immer und deshalb das ist wirklich nur zwei, dreimal benutzt worden und ist nichts leider. Das stelle ich zur Seite, das werfe ich nicht weg. Da kann meine Mama oder meine Schwester oder mal irgendjemand das ausprobieren einfach. Dann habe ich das mal geschenkt bekommen. Das war so ein Set, so ein Vierer-Set, glaube ich, mein Müsli. Und das war jetzt das letzte von meinem Müsli. Erdbeerlimette. Ja, da muss ich sagen, das war gar nicht mein Fall. Das war Ibafui. Wegen der Limette. Das waren so richtige Limettenstückchen. Und ich hatte mir dann Milch drüber gekippt. Die Erdbeere, das ging alles. Aber die Limette, das war so. Nee, das war nicht mein Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich mag eigentlich Zitrus, aber das war so. Nee, gar nicht meins. Ich mag solche zusammengewürfelten Müslis auch nicht. Ich mixe mir lieber selber ein bisschen Haferflocken und Früchte dazu. Ich mache mir das lieber selber. Ja, so, dann habe ich mal Reinigungstücher. Zwischendurch reinige ich mein Gesicht ab und zu auch noch mit diesen Tüchern. Nicht nur mit Lappen, sondern auch diese Tücher. Verwende ich aber auch zwischendurch, wenn ich mich schminke, zum Abwischen, wenn ich irgendwo gekleckert habe. Diese waren nicht schlecht. Das waren die soften Reinigungstücher 5 in 1. Hier mit der Grapefruit. Gibt es die noch? Ich weiß es nicht. Ohne Alkohol kann ich bestätigen, sehr augenmild, obwohl mein Augen-Make-up mache ich mir ja extra runter. Das nehme ich mir nicht mit diesen Tüchern. Aber die Tücher waren toll. Hat einen angenehmen Duft. Balea finde ich sowieso so, also was Reinigungstücher fürs Gesicht angeht, finde ich immer, ich glaube, ich hatte selten halt eins. Meistens vielleicht aus Limited Editions, die ein bisschen gemüffelt haben, aber die fand ich gut. Ja, ich habe viel gebadet, weil ich, wie gesagt, meinen Vorrat leeren möchte. Dresdner Essenz Winterbeerenbad. Ich denke mal, das wird es so jetzt nicht mehr geben. Das ist halt noch vom letzten Jahr oder von vor 2 Jahren sogar. War sehr schön. Limited Edition, ja. Mit Beerenduft und Mandelöl. Das hat nicht geschäumt, nein. Aber es war angenehm. Es war angenehm, ja. Es gibt wahrscheinlich jetzt schon wieder neue Winterdüfte. Ich gucke auch so gar nicht mehr bei diesen Salzen, muss ich gestehen. Ja, die Tuchmaske Bifrosti. Was war denn da noch mit? Die habe ich euch gezeigt, die habe ich mir gekauft, ne? Genau. Ja, und dann habe ich das gemacht, ich habe das Video abgedreht für euch, weil man sieht wirklich total süß aus. Hier sieht man es wie ein Pinguin. Ja, hier. Es war wirklich eine super, super süße Tuchmaske. Und wenn mir diese Maske nochmal über den Weg läuft, nehme ich mir, glaube ich, nochmal ein, zwei mit. Nicht nur, weil man süß aussieht, sondern weil sie auch wirklich sehr, sehr angenehm war und viel, viel Feuchtigkeit gespendet hat. Die war so kühlend, wisst ihr? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Bifrosti. Also hier steht es auch drauf. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und ihren Orangenextrakt. Und ich habe das abgedreht. Und dann
habe ich es mir überspielt und dann stimmte was mit der Datei nicht und ich habe es nicht mehr hingekriegt. Ich war sehr, sehr traurig und sauer und weiß ich auch nicht. Naja, manchmal spinnt die Technik, beziehungsweise ich glaube, es lag an der SD-Karte, an der Speicherkarte. Die habe ich dann auch in den Müll entsorgt. Die war defekt. Irgendwann sind die kaputt, ne? Aber die war toll. Ich sah so toll damit aus und ich war wirklich traurig, dass ich euch das nicht so zeigen konnte. Ich habe auch kein Foto leider gemacht, vergessen. Kann ich empfehlen. Wenn ich die nochmal sehe, die spendet wirklich super Feuchtigkeit. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich brauche mich nicht eincremen. So, Alterra Hige Handcreme. Ich glaube, die habe ich noch einmal. Die riecht so toll und sie pflegt auch gut. Ich liebe diesen Duft von dieser Handpflege von Alterra. Kriegt man bei Rossmann, ist limitiert gewesen. Wie soll ich das beschreiben? Fruchtig, blumig. Wenn es die noch gibt, müsste man einen Rüssel dran halten. Ja, tolle, tolle Handpflege. Finde auch die Verpackung sehr schön gemacht. Und es hat die Hände normal gepflegt. Jetzt nichts für furztrockene. Im Moment habe ich furztrockene Finger. Aber für normale Handpflege. Für etwas furztrocknere Hände ist die vielleicht eher was. Ja, ihr seht, ich habe viel. Ich habe aber auch zugesehen, dass ich mal, weil ich halt viele Handpflegetuben gleichzeitig immer offen habe, versuche ich dann auch irgendwann alle aufzubrauchen. So, die ist von Jean and Len. Die sehr geile Handpflege. Ja, sehr geil steht hier. Sehr geile Handpflege oder Handcreme. Ohne Gedöns. Die ist wirklich toll. Die ist geschmeidig wie ein Rochen für strapazierte Hände. Ohne Silikone, ohne Parabene, rein vegan. Die war super, super gepflegt, toller Duft. Ich mag diese Verschlüsse nicht. Ja, oh, ja, die ist wirklich toll. Manchmal hat der Verschluss gehakt. Jetzt geht's. Naja, aber ansonsten tolle Handpflege. Wäre auch ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich nochmal gebadet. Ja, jetzt ist halt die Badezeit. Und wenn man erkältet ist, dann tut abends so ein Bad mal ganz gut. Ne? Auch wenn es kein Erkältungsbad ist, hatte ich auch nicht mehr. Aber dieses hier fand ich auch gut. Das war diese Badetablette in Herzform. Die hat wirklich lange, lange angehalten. Also das dauerte, bis die komplett weg war. Die hat lange angehalten. Das war mit Jojobaöl, Granatapfelduft. Ja, war ein toller Duft. Und hat lange gesprudelt. Die gibt es wahrscheinlich so jetzt nicht mehr. Aber so eine Badetablette findet ihr bestimmt bei Rossmann. Wer weiß, vielleicht gibt es die doch noch. Ja, dann habe ich nochmal gebadet. Warm-up. Sternanis-Marone. Das passt jetzt auch so ins Herbst, in die Herbstzeit, in die Winterzeit hier mit dem Rentier. War toll. War grünlich. Oh, und das, also wenn es hiervon, es war jetzt von Kneipp, ne? Ja, steht ja hier, Kneipp. Wenn es hiervon eine Tube gibt und wenn die Inhaltsstoffe passen würden, das weiß ich ja jetzt nicht, aber dann würde ich es mir mitnehmen. Und das riecht so, ich weiß nicht. Ist ein Wohlfühlduft, ist wirklich ein Wohlfühlduft. War toll. Mhm. So, dann habe ich hier eine Duschcreme aufgebraucht, ja. Die fand ich gut. Hätte ich nicht gedacht, weil die ist sehr günstig. Ich weiß nicht, ob es die so noch gibt. Und zwar Schönheitsgeheimnisse. Eine pflegende Duschcreme mit goldener Milch. So. Die habe ich sogar ausgespült. Also es war so eine leicht hier in dieser Roséfarbe. So war halt die Färbung von dem Produkt. Ist sogar vegan. Kann nichts Negatives sagen. Es waren solide Duschpflege, ich nehme ja auch meine Seifenstücke, aber manchmal gab es jetzt so eine Phase, da mochte ich die Seife einfach nicht mehr. Ich habe die Seife in so einem Säckchen in der Dusche hängen und ja, da war mir irgendwie mehr nach sowas. Oh, ja, dieser Duft ist schon sehr süßlich, aber irgendwie nicht penetrant süß. Wahrscheinlich liegt es jetzt auch an meiner Nase, die nimmt im Moment nicht so viel Geruch wahr, aber ich kann halt sagen, die war toll. Ja, so, jetzt noch einen Schluck. So, dann habe ich nochmal gebadet. Ja, es gab wirklich jetzt eine Zeit, ich glaube, wo ich jetzt in der ganzen, ich bin ja jetzt schon die zweite Woche krank, kann man sagen. Ja, anderthalb Wochen und war halt jetzt Freitag erst beim Arzt, weil ich dachte, ich kriege es ja so hin. Und ich habe wirklich fast, also jetzt einmal, ich glaube, viermal gebadet. Immer abends, wenn mein Mann da war und er sich um den Kleinen, beziehungsweise der Kleine war manchmal auch schon dann im Bett und dann habe ich von 7:30 bis 8 gebadet, ne? Ja, zum Beispiel auch in TT-Sept.
Schönheitsgeheimnisse. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. War sehr, sehr angenehm mit Honig und Mandelöl. Vielleicht gibt es das ja in einer Duschpulle. Das weiß ich jetzt nicht. Sieht so aus. Hat wirklich angenehm nach Honig gerochen. Ich bin ja so ein... Also ich esse Honig gerne, ich rieche Honig gerne, ich lutsche gerne Honigbonbons. War toll. Ja, Daumen hoch. So, jetzt habe ich hier noch... Moment. So kleinere Sachen, aber auch etwas größere noch. Ja, es ist halt auch jetzt ein bisschen mehr zusammengekommen, weil ich ja jetzt anderthalb Monate, kann man sagen, meinen Müll gesammelt habe. Ne? Ja, bin ja jetzt leider nicht eher dazu gekommen. Naja, aber ich konnte ja jetzt auch länger kein Video drehen, deshalb hoffe ich, dass ihr euch freut über ein längeres Video. Und gleich zeige ich euch ja auch noch meine neuesten Errungenschaften. Eine Parfümprobe von Davidoff Run Wild. Davidoff sagt mir was, nur dieses Run Wild nicht. Aber das war, ja, es war nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so meins. Das rieche ich auch nichts. Ich weiß halt nur, es war nicht so meins. Es war so ein bisschen mir zu penetrant, zu aufdringlich. Kommt weg. Von L'Occitane. Das ist so ein Geschenkset, war das. Ich habe jetzt noch den Duschschaum fürs, den Waschschaum fürs Gesicht und noch irgendwas. Diese zwei habe ich jetzt aufgebraucht, beziehungsweise ja hier, das ist so ein Serum von L'Occitane. Sieht man hier unten die Bubbles? Da unten sind solche Bubbles, so kleine gelbe Punkte. Ich kriege da nichts mehr raus. Das ist so ein kleiner Pumpspender. Kommt nichts mehr. Ich habe geschüttelt wie eine Irre und hier kommt man auch nicht dran. Man kann das hier nämlich nicht entfernen. Das war das Immortal Reset. Also es ist extra was für reifere Haut auch schon und so. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Ich versuche euch das mal länger reinzuhalten. Ob ihr anhand der Buchstaben da herausfindet, wie... Ja, es ist schade, dass ich nicht mal an den Rest drankomme. Es war nämlich ein tolles Serum, wirklich. Also ich habe das meistens abends benutzt und... Es hat sich so angefühlt, als brauche ich keine Pflege mehr, keine Nachtpflege, aber ich habe mich trotzdem noch eingecremt, aber das zog auch schnell ein, das war toll. Das hier habe ich als Tagespflege verwendet, manchmal auch als Nachtpflege, ist halt aus der Serie, aus der gleichen Serie. Ich halte euch das mal rein, vielleicht den Namen. War auch sehr reichhaltig von L'Occitane. Der Geruch, wie war der denn noch? Creme, einfach nach Creme. Ja, und jetzt habe ich halt davon noch zwei Sachen, die sind noch nicht leer, aber das, es war zum Ausprobieren toll. Ja, L'Occitane kann man, denke ich, mal online bestellen, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Es war halt mal schön, es auszuprobieren und ja. So, dann aufgebraucht mein Glow von Nivea, das Happy Shake, der Augen-Make-up-Entferner. Ja, das war so ein Zwei-Phasen-Produkt und ich habe das dann mal reduziert bekommen und ich dachte... Weil das so reduziert war, ich habe mir damals zwei Pullen mitgenommen. Ich glaube, das ist jetzt schon die zweite, die ich leer... Ich glaube, im Moment habe ich keine mehr davon. Das Happy Shake, es war toll. Ohne Parfüm für sensible Augen kann ich bestätigen. Also, finde ich toll. War reduziert nämlich von 3,45 Euro auf 1,20 Euro. Kann man nicht mehr so gut lesen. Hier. Wenn ihr jetzt was rauschen hört, mein Mann wartet gerade unseren Kleinen. Beziehungsweise der... Wir haben heute Sonntag und... Samstags oder sonntags ist immer Badetag. Ja, und gestern haben wir es nicht mehr geschafft, deshalb ist heute Badetag. Also, ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr, aber es ist gerade nicht anders zu machen. Ja, 1,20 Euro, deshalb habe ich es mir mitgenommen, weil 3,45 Euro finde ich schon ganz schön preislich sehr, sehr hoch. 125 Milliliter, aber es ist ein gutes Produkt. Es entfernt ziemlich schnell sogar wasserfestes Augen-Make-up. So, nochmal eine Dusche, die habe ich ziemlich zu Anfang des Monats geleert. Das war von Weleda die Zitrus-Erfrischungsdusche. Ja, und das ist wieder so ein Zitronenduft, den mochte ich gerne. Ja, der ist, und das war wie eine Creme, also nicht, das hat nicht geschäumt, das ist wirklich, man meint erst, man würde sich eine Creme, eine Lotion an den Körper schmieren. Nein, aber unter der Dusche, das tut wirklich gut, es pflegt, es ist halt nur ungewohnt, weil es schäumt nicht. Ja, trotzdem ist die Haut sauber und riecht auch für einen Moment ein bisschen nach Zitrone und es pflegt sehr, sehr gut und ich finde es toll. Habe ich, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Ja, Weleda finde ich sowieso eigentlich ganz gut. Dann habe ich eine Folientuch-Augenmaske von Balea.
Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich die mal abfotografiert habe, bei Instagram gepostet habe, kann sein. Oder ich habe die mal für mich gemacht und jetzt steht da den Akku aufladen. Ihr Lieben, ich hole mir mal eben den Ersatzakku. So ihr Lieben, frischer Akku ist drin. Wir könnten jetzt noch so 2,5 Stunden drehen, aber ich glaube, das hatte ich kurz im Kopf wirklich. Ich lag irgendwann jetzt abends im Bett und dachte mir, Mensch, das tausendste Video, da machen wir ein Special raus, 3 Stunden. Weil ich glaube, mein längstes Video, das geht 2,5 Stunden, meine ich. Ich weiß es nicht, hätte es mir aufschreiben sollen, aber es geht über 2 Stunden, ich glaube 2,5 Stunden. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich weiß auch gar nicht, ob das dann geht. Kann man ein 3 Stunden Video hoch? Ja, doch, müsste, oder? Das mache ich mal irgendwann. Wer ist dabei? Wer schaut sich 3 Stunden mit mir an? Oder wir machen mal ein Live-Hangout mal wieder. So, war nur so ein Gedanke. Aber ich habe leider jetzt nicht noch 3 Stunden Zeit. Ja, die war nicht schlecht hier von Balea. Die gibt es, glaube ich, Standardsortiment. Ist das richtig? Die packt man sich ja hier, ne, unter die Augen und die halten auch sehr gut. Also ich bin damit jetzt nicht auf Sofa und habe mich hingelegt. Nein, ich hatte die, ich habe, glaube ich, gespült oder hier irgendwas geputzt im Haus und hatte die Dinger unter den Augen. Ist mit Koffein und Hyaluron. Koffein passt. Hyaluron über 40 passt auch. Ich habe mir jetzt auch, schade, das habe ich jetzt nicht hier. Ich habe mir, oder habe ich es hier? Nee. Ein etwas höherpreisiges Hyaluronserum habe ich mir zugelegt. Muss ich euch mal zeigen. Finde ich nämlich saugut. Also ich mag Hyaluron. Und ich glaube, Hyaluron ist nicht schlecht für ein etwas älteres Häutchen. Fand die gut. Ich habe jetzt noch andere Augenmasken, deshalb muss ich die erstmal aufbrauchen. Ja, eine meiner liebsten Zahnpasten ist die Elmex Repair Privant. Wenn man das so ausspricht, ist diese hier. Die ist leider ziemlich teuer. Also ich glaube mit 4 oder 5 Euro. Muss man mal ab und zu gucken, wenn man die vielleicht, kriegt man die günstiger bei Rossmann. Aber ich liebe Elmex Zahnpasten. Ich habe verschiedene Sorten und auch immer diese hier. Ich habe mir die schon nachgekauft, benutze jetzt im Moment, glaube ich, aber eine andere. Ja, aber gut. Ich habe auch andere schon ausprobiert, günstigere hier, aber irgendwie, weil ich habe halt, das Schöne ist wirklich, wer schmerzempfindliche Zähne hat, manchmal habe ich das. Gerade nach meiner in der Schwangerschaft hatte ich oft Zahnfleischbluten. Irgendwie, diese Zahnpasta, die war so mein heiliger Gral oder ist mein heiliger Gral. Wenn man so ein bisschen schmerzempfindliche Zähne hat, probiert es aus. Ja. So. Eine Judith Williams straffende Augencreme habe ich leer gemacht. Die habe ich mir mal irgendwann aus Neugierde zugelegt. Ja, weil irgendwie jeder, irgendwann war ja die Zeit, weiß ich nicht, seit wann gibt es die gute im DM? Also ich meine, seit wann gibt es ihre Produkte? Judith Williams, ja. Also ich fand die jetzt nicht überragend. Hier steht irgendwas mit EGF Tech Science, keine Ahnung. Die Augencreme erzielt einen optisch glättenden und aufpolsternden Effekt. Bei mir leider nicht. Sie beschleunigt und verbessert die Hautregung. Und ich habe die wirklich am Stück benutzt. Also wirklich, bis die Tube leer war. Sag mal so, weiß ich jetzt gar nicht, wie lange hat die gehalten? 1,5 Monate? Ja. Man brauchte nicht viel, die war sehr reichhaltig. Aber die hat, also da nehme ich, die war jetzt auch nicht so günstig. Da tut es bei mir eine Alverde oder Balea Augenpflege, tut das Gleiche. Muss ich wirklich sagen, sorry. Das würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Das hier ist ein Produkt, das werde ich wegtun. Das ist halt, das hatte ich jetzt, ich habe ja mal eine Douglas-Bestellung gehabt, die war, war das vorletzte Video, glaube ich. Da habe ich mir doch von Hourglass das teure Produkt bestellt und die Urban Decay Cherry Palette, weil dann kriegte ich nämlich eine Goodie Bag, eine Tasche, eine schöne Kosmetiktasche mit 10 Luxusproben. Und eine davon war dieses Pröbchen. Ich bin jetzt noch hin und her gerissen. Das ist von Glow Recep oder weiß ich nicht, eine Wassermelon Glow Sleeping Mask. Und da stand aber auch dabei, wer empfindliche Haut hat, ja, sollte das nicht verwenden. Irgendwie so. Also es ist, oder man muss einen UV-Schutz auf jeden Fall. Ich traue mich da nicht ran. Ich traue mich da nicht ran. Einige von euch haben mir dann geschrieben unter das Video, Nadine, tu sie weg, nimm sie nicht. Und andere wiederum sagen, okay, ja, probier's mal aus. Ja, hier ist AHA, hier dieses AHA Hyaluronic. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich tue sie weg. Ich habe halt Angst, dass dann irgendwie
dann war meine Haut auf einmal, auch hier ist ja gar nichts mehr drin. Jo, das war's, ihr Lieben. Mein Beutelchen ist leer. Nichts mehr drin. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt zeige ich euch noch, was ich mir zugelegt habe. Und zwar, ich war jetzt gestern shoppen mit meinem... Gestern? Ja, gestern war Samstag. Da, wir brauchten unbedingt Windeln, feuchte Tücher und, ne? Und dann habe ich natürlich noch was entdeckt. Wo ist das denn jetzt? Wisst ihr was? Ich räume erst hier auf, mein Kram. Und dann kommen wir noch zu den Neuerungen, die ich mir zugelegt habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Also, ja, wir waren dann halt nochmal kurz shoppen im Rossmann. Und da habe ich dann entdeckt für den kleinen Mann. Der liebt zum Beispiel alles, was mit Geräuschen ist, mit Musik. Er hört gerne Musik, wir singen gerne zusammen. Und er macht dann auch schon das, was er kann, so la 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 la. Tralala und das versucht er noch schon, versucht er schon mitzusingen, wirklich. Und ja, hier, das ist ein Holzpuzzle mit Sound. Schaut mal. Ich habe das jetzt noch nicht ausgepackt. Kostete 6,99 Euro. Green Quality. Fördert die Motorik und also ist ab 18 Monate. Steht hier. Johannes wird, der wird bald 18 Monate. Und zwar nächste Woche. Jo. Und dann kann er ja, da können wir das mal ausprobieren. Ist aus zertifiziertem Holz, fördert die Motorik, genau, und macht Musik. Es gibt auch noch andere Puzzle. Ja, jetzt gucken wir mal. Wie komme ich denn da jetzt dran ohne Messer? Gar nicht. Moment. Ist eine Gebrauchsanweisung mit dabei? Ah, da kommen Batterien rein. Ich weiß gar nicht, ob da welche drin sind. Wahrscheinlich nicht. Also wir haben hier eine Gitarre, verschiedene Instrumente. Hier hinten, ich nehme erstmal alle raus. Ich habe mal alle rausgenommen, alle Musikinstrumente. Und dann sieht man hier so eine Art Sensoren. Und hier hinten ist ein Fach, da muss die Batterie rein. Die ist natürlich auch super zugeschraubt. Ich stelle das mal an. Ich hoffe, dass... Ich weiß gar nicht, ob eine drin ist. Ich lege mal die Gitarre hier rein. Mal gucken, ob was passiert. Schön. Okay. Dann ertönt das Geräusch. Jetzt haben wir hier, das finde ich toll, ein Schlagzeug. Super. Dann haben wir hier noch die Trompete. Die Nadine. Super. Das finde ich gut. Das wird ihm Spaß machen. Ein Klavier. Sehr schön. Also mein, ich hatte auch mal ein Keyboard. Mein Papa spielt auch Keyboard und ja... Wenn er dann bei meinem Papa zu Hause ist, bei meinen Eltern, dann muss der ans Klavier, also ans Keyboard. Und dann haut der auf die Tasten und hat einen Spaß. Und das ist so schön anzusehen, wirklich. Und ich finde Musik auch sehr, sehr wichtig. Ja. Schön, die Violine. Und dann haben wir noch das Xylophon. Schön. Wie ist das denn, wenn man die rausnimmt? Okay, dann ertönt kein Ton. Also ich finde das toll. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, bei Johannes ist das im Moment noch so... Ich finde das auch stabil gemacht. Schaut mal, wie dick das ist. Toll, richtig toll. Ich finde das schön. Ja, Johannes ist noch meistens so, er nimmt irgendwas, guckt sich das an und schmeißt es durch die Gegend. So, oh. Also ich finde das schön. Ich hoffe, Johannes hat trotzdem Freude damit. Und ja, fand das halt schön zum Ausprobieren, so alles, was mit Musik ist. So, jetzt kommen wir zum Kosmetischen. Und zwar habe ich die im Gesicht auch ausprobiert. Ich habe,
Was habe ich denn? Bei Rossmann, genau. Einmal habe ich einen Aufsteller entdeckt, hiermit. Das sind ganz kleine süße Lidschattenpaletten und es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Varianten. Und ich habe hier, was steht hier? Enigma. Genau, ich habe die 920, hier hinten steht es auch drauf, Enigma. Die ist wirklich klein und die gab es jetzt reduziert. Für 5,50 Euro, Standardpreis wäre, glaube ich, 10 Euro gewesen. Und dann dachte ich mir, mein Gott, von Revlon. Sorry, habe ich, glaube ich, nicht gesagt, ne? Revlon. Und irgendwie war es dann um mich geschehen und ich habe die auch schon benutzt heute. Kann man vielleicht schon erkennen. Ja, und zwar folgendes, man muss gucken, was für Pinsel man nimmt. Ich habe mir jetzt mal hier 2 meiner schmalsten rausgesucht. Der hier ist schon uralt, von Ebelin einer. Der hier ist, glaube ich, ein bisschen, der ist auch von Ebelin aus irgendeiner Pinsel LE. Natürlich gibt es so schmal, aber der ist etwas breiter. Weil, ihr könnt erkennen, die Fännchen sind sehr schmal und da passt so gerade der Pinsel rein. Ja, ich habe also fast mein ganzes Augen-Make-up hier, was ich auf dem Lid habe, mit diesem Pinsel hier gemacht, immer wieder sauber gemacht. Ich habe auch hier mal einen normalen Standardpinsel hier. Und da, glaube ich, wird es schon schwieriger. Ne? Also da muss man, seht ihr, das schwappt über. Da muss man halt ein bisschen gucken, halt, welche Pinsel nehme ich. So, ja, ich habe, also die sind alle sehr gut pigmentiert, meine ich. Diesen hier habe ich verwendet, um mir ein Highlight unterm Augenbrauenbogen zu ziehen. Den habe ich im Augeninnenwinkel. Ich hatte auch erst den hier, den hellen. Das war mir aber irgendwie zu wenig und ich wusste nicht, was mache ich mit diesem hellen Rosa. Ich mache euch mal einen Swatch. Ist jetzt auch zum Swatchen schwierig, aber ihr seht, selbst der ist eigentlich sehr gut pigmentiert. Ne? Ist fast meine Hautfarbe. Dann haben wir hier den, den ich im Augeninnenwinkel habe. Der schimmert so ein bisschen. Also da kann man nicht meckern. Ne? Ja. Dann, Moment, haben wir hier einen Farbton. Das ist so ein helles Bronze, würde ich fast sagen. Moment, so. Da. So ein heller Bronzeton und ich finde, die Konsistenz hat sich auch mit dem Pinsel, also ich brauchte nichts anfeuchten. Ich habe wirklich dann mit diesem Pinsel, den schwarzen, den habe ich, ja, wo habe ich den denn hingepackt? Hier vorne, im ersten Drittel, auf meinem Auge. Hier seht ihr, ist besser. Ne, hier vorne. Das ist wirklich dieser helle Orange-Bronze-Ton. Finde ich sehr, sehr schön. Dann hier, der ist sehr unscheinbar. Den habe ich genommen für die Lidfalte erst. So ein helles Taupe, würde ich fast sagen. Machen wir mal hier hin. Und ich weiß nicht, ob der matt ist. Ich glaube, hier ist keiner so wirklich matt. Obwohl, semi-matt. Obwohl, doch. Also wenn einer von diesen hier matt ist und der hier vielleicht auch. Ich glaube, die beiden könnten matt sein. Es ist schwierig. Ja, den habe ich dann halt zum Vorbereiten genommen und in die Lidfalte. Und dann habe ich diesen Pinkton, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Ne? Den habe ich wirklich, ich habe erst hin und her überlegt. Aber, ja doch, der müsste auch matt sein. Ja, oder? Ja, vielleicht so semi-matt, ist schwierig. Aber ich finde, ja, ich finde diesen Pinkton fand ich so, so schön und habe mir den wirklich dann ganz schön ordentlich, wie ich finde, etwas noch über meine Lidfalte, ne, hinaus hochgezogen. Ließ sich auch, wie ich finde, hoppala, ganz gut verblenden. Ich brauche mal eben einen Lappen. Ich reinige mal eben hier meinen Handrücken. Ja, also Verblendbarkeit. Was sie gemacht haben, gekrümmelt. Also muss man, ja gut, aber das, ja. Ich habe jetzt auch nur Puder, kein Make-up heute im Gesicht. Dann ging das noch, aber die krümmeln ganz schön. So, dann haben wir jetzt hier so einen schimmernden, dunklen Beerenton. Der hat keinen groben Glitzer, aber der ist halt nicht matt. Das kann man, glaube ich, erkennen. Der ist so ein bisschen... Und man sieht, glaube ich, wenn man die so ausblendet, seht ihr das? Dann werden die andersfarbig. Also die... Ja, wie soll man das beschreiben jetzt? Ihr seht es vielleicht. Tolle Farbe. Die habe ich in der Mitte auf dem Auge. Ja, schwierig einzufangen, aber... Ich habe da so ein bisschen geblendet, deshalb ist nicht mehr, ist der Farbton nicht mehr so krass. Ich könnte ja mal Folgendes machen. Ich hole euch mal ran. So, ich gehe nochmal mit dem Pinsel in diesen Bärenton. Und den habe ich mir hier, obwohl geht noch, ne? Ja, den habe ich mir hier in die Mitte gesetzt. Habe das Ganze ein bisschen verblendet, das ging ganz gut. So, und dann haben wir ja noch... Für das letzte Drittel hier hinten habe ich dann den dunklen hier genommen, diesen schönen lila Ton.
der, mein Gott, der ist aber auch sehr gut pigmentiert, finde ich. Den trage ich hier am Ende. Hab das so ein bisschen verblendet, ne? Ich hatte erst überlegt am unteren Wimpernkranz, aber ich wollte halt gerne alle Farben euch zeigen. Ich habe dann dieses Gold, dieses krasse Gold. Bam. Ja. Ist so ein warmes Gold, also, ne? Das habe ich mir am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Das kann man, ich weiß nicht, ob mir das steht, ob das aussieht, aber ich finde es irgendwie schön. Normal trage ich immer dunklere Farbtöne auf, aber ich finde dieses Gold durchaus auch am unteren Wimpernkranz tragbar. Es hat jetzt keinen großen, nee, keinen groben Glitter, hat halt diesen Nasseffekt. So, und dann haben wir noch, nee, das waren sie, oder? Das waren sie, ja klar. Das waren alle Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich habe alle 8 auf dem Auge. Ja, oben habe ich mir einen Lidstrich gezogen. Ich kann euch das gleich noch zeigen, was ich heute verwendet habe. Also ich fand, die haben sich gut verblenden lassen. Und ich finde die Konsistenz gut. Ich trage es jetzt noch nicht lange auf dem Auge. Ich trage aber auch eine Lidschattenbase, weil sonst würde bei mir, bei meinen tief sitzenden Augen, würde sonst alles verrutschen. Ja, und die, weiß ich nicht. Also ich bin, klar, die Farben habe ich irgendwo schon in anderen Paletten, aber dennoch finde ich, die Palette hat was. Hat auch, sorry, das war jetzt mein Hund Puma. Der hat Durst, wie ihr hören könnt. Also ich finde, das ist eine schöne Palette zum Mitnehmen, so auf die Reise. Und das sind halt meine Farben. Die anderen waren auch schön von der Farbzusammenstellung, eher nudig, eher ins Braune. Müsst ihr mal schauen, vielleicht findet ihr die ja auch noch bei Rossmann. Wie gesagt, eine kleine Revlon-Palette und für 5,50 Euro, finde ich, ist das ein toller Preis. Wie gesagt, krümelt ein bisschen, aber ich brauchte den Pinsel nicht ansprühen. Ich denke, man kann das mit Sicherheit auch mit dem Finger auftragen. Aber ja, ich habe jetzt auch nicht gerade die schmalsten Finger, ne? Schöne Palette, freue ich mich drüber. Dann habe ich noch einen Pinsel entdeckt von Rivaldo Lupiang. Ich glaube, das war auch eine LE. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine ja. Der lag da aber so alleine irgendwo rum. Das ist die Glitterboom Eyeshadow Brush. Eignet sich dank der weichen, langen Pinselhaare nicht nur zum perfekten Verblenden, sondern ist auch mit seinem Glitzerspiel ein echter Hingucker. Ich glaube, dass die... Moment, kriege ich den raus? Ja, ihr wisst, ich liebe Pinsel. Pinsel wären nicht schlecht. Es macht Spaß, verschiedene Pinsel zu benutzen. Und nicht nur für eins, sondern wirklich zum Verblenden. Und dann das nächste Mal nimmst du den Pinsel zum Lidschatten auftragen. Kriegst den nur nicht raus. Da ist er. Also, die Pinselhaare, zweifarbig, finde ich schön, ist sehr weich. Also er hat jetzt keinen großen Widerstand, aber ist sehr, sehr weich, sehr angenehm und natürlich zum Rumspielen, wenn man mal Langeweile hat, ne? Schaut mal. Viele, viele kleine Glitzerpartikel. Und so Sterne, ne? Das sind, glaube ich, Sterne oder was haben wir hier? Oder Plättchen. Ne, das sind Plättchen, sorry. Das sind größere Plättchen. Ja. Schönes Spielzeug. Und zwei andere Pinsel. Ja, dann gab es noch die From Santa with Love. Genau. Und da habe ich mir zwei Pinsel, da kommen wir gleich zu, und dieses Stück mitgenommen. Let It Glow, die 01, das ist ein Highlighter, ein Face and Body Highlighter. Schimmernder Highlighter für Gesicht und Körper mit wunderschönem, super weiche Textur, stimmt, für einen tollen Glow-Effekt. Ja. Ich muss gestehen, ich war nicht in den Tester drin. Und ich habe den gesehen und es war nur noch einer da und dann dachte ich mir so, mitnehmen. Ich hätte es vielleicht testen sollen. Die Konsistenz ist cremig. Wenn man hier durchgeht, das ist wirklich wie so eine leicht feucht-cremige Textur. Seht ihr, mit so einem Nasseffekt. Ich hatte mir den auf die Nase gegeben. Ich mache das jetzt nochmal. So. Ja, das sah auch ungefähr so aus vorher. Aber das trocknet irgendwie so. Und dann auch hier mit dem Finger habe ich das gemacht. Man sieht vielleicht hier überall den Glitzer. Ich habe also das Riesel, das hält nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist leider auch so, ja, wie soll ich das sagen? Gröberer Glitzer. Kann man das erkennen auf meiner Nase? Guck mal näher. Sieht man das? Da
Das sind halt leider so gröbere Glitzerpunkte und die verlassen die Haut irgendwann. Also bei mir bröselt es irgendwie runter. Und das ist natürlich kontraproduktiv oder wie sagt man, nicht so das, wie wir es haben wollen. Deshalb, ich werde mal gucken vielleicht. Es ist eigentlich ein schönes Stück, und aber so vom Effekt her, ich hätte mir den Tester angucken sollen. Und wenn man das hier so sieht, dann hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so groben Glitzer hat. Das erkennt man hier so in der Textur nicht. Die Textur ist schön, wenn man mit dem Finger reingeht, aber... Oder was meint ihr? Aber ich lasse ihn erstmal noch in meiner Sammlung. Ich werde noch ein bisschen mal vielleicht anders ausprobieren. Vielleicht auf Make-up, vielleicht hält er das besser. Ich habe ja jetzt wirklich nur heute Puder. Hier von Trend It Up habe ich, das war auch meine LE, meine ich, Ever Nudes. Ich habe einfach nur mich mit diesem Puder abgepudert. Eine Feuchtigkeitspflege vorher und dann abgepudert und dann den Rest geschminkt. Vielleicht hält das ja auf Make-up, dass man erst Make-up schminkt, also schminkt. Dass ich Make-up benutze und dann das drüber gebe. Das wird ausprobiert. Sonst schreibt mir, wenn ihr noch einen Tipp habt, wie man das haltbarer machen kann, ohne dass das überall rumrieselt. Weil so diesen Nasseffekt mag ich ja. Ja, die anderen Sachen hatten wir, da gab es eine Lidschattenpalette, aber das waren auch so meine Farben. Aber ich muss gestehen, da gefiel mir die besser, weil, okay, die Fännchen waren größer und die Palette an sich war sehr schön, aber da waren zwei oder drei Farben, das war purer Glitter und das mochte ich nicht. Nee, und ich dachte mir dann lieber die, da habe ich mehr von. Aber die zwei Pinsel mussten noch mit. Und zwar in so einer Röhre verpackt. Muss eigentlich nicht sein, finde ich. Können Sie sich sparen. Aber gut. Shake the Brush steht hier drauf. Und der Pinsel heißt einfach nur 01 Your Snow Cute. Ja. Das ist ein Lidschattenpinsel. So ein Smudger sagt man auch dazu. So ein kurzer Lidschattenpinsel. Ja. Ziemlich festgebunden. Damit kann ich mir gut vorstellen, ja klar, auch hier vorne, ne, wo man nicht viel Platz hat, da kann man viel mitmachen. Hier vorne ein bisschen Lidschatten in, Augeninnenwinkel, Highlight kann man auch. Man kann hier unten Lidstrich ziehen. Und jetzt kommt's. Ich muss das langsamer machen. Da sind weiße Kügelchen und goldene Sterne. Ja. Hui, sehr, sehr schön. Es rappelt sogar da drin. Ist aber auch eine Flüssigkeit drin. Ja, da frage ich mich, ist das auch lange haltbar? Nicht, dass irgendwann habe ich die Suppe irgendwie beim Schminken, läuft dir hier irgendwo das Wasser raus. Kann natürlich passieren, ist nur Plastik, aber wollen wir mal nicht hoffen. So, ich werde die Pinsel vorher waschen. So, und dann, ich habe zwar so größere Pinsel, aber halt nicht mit so schönem Spielzeug drin. Das ist der 01 Make-A-Wish Puderpinsel. Und der ist auch sehr, sehr weich, so ein Synthetikhärchen. Oh ja, damit könnte ich mir... Er riecht so ein bisschen nach Kunststoff, aber das haben die alle am Anfang. Aber hier, so, so schön gemacht. Sehr schön. Ja, die wissen schon, wie sie uns kriegen, ne? Oder mich. Sehr schön. Also freue ich mich. Doch, schönes Spielzeug. Ja, das war's, ihr Lieben. Ich guck mal. Ja, ich kann euch noch kurz zeigen, was ich heute im Gesicht habe. Dann wisst ihr Bescheid. Ich habe heute einen Bronzer von der lieben Hattie. Die hat ja mal mit der schönen Marke Love kooperiert und hat ihren Bronzer rausgebracht. Unter anderem noch andere tolle Produkte. Und dieser Bronzer bronzt die Wand an. So heißt das gute Stück. Ach, den habe ich schon so oft benutzt. Der ist so, so schön. Der ist, ja, damit kannst du nicht viel falsch machen. Der ist für helle Häutchen, der lässt sich gut verblenden, alles. Ich liebe den Bronzer. Als Blush habe ich heute wahrscheinlich auch ein bisschen viel, aus Versehen ein bisschen viel erwischt. Von Essence ist das der The Blush, ich glaube vom neuen Sortiment, die 10. Be Fitting heißt der. Ich halte es euch mal rein. Weil ich weiß nicht, ob ich es zeitlich schaffe, die Infobox mit den Produkten zu bestücken. Ich glaube nicht. Ist ein schöner, matter Blush. Geht immer. Ja, so ein schöner Bärenton. Puh, mir ist warm. Von Essence, I Love Color, die Eyeshadow Base, die kennt man ja. Schöne, helle Lidschattenbase. Die enttäuscht mich auch nicht. Für meine Augenbrauen habe ich mein altes Alverde Duo Augenbrauenpuder benutzt. Das Hit the Pan wird immer deutlicher.
Den hellen Puder benutze ich nicht, aber hier. Ich habe halt sehr helle, sehr dunkle Augenbrauen. Ja, das Puder habe ich euch schon gezeigt. Das war meine LE. Das finde ich toll. Ein Lidstrich habe ich mir gezogen mit der, aus der Sensitive Eyes Reihe von Trend It Up. Den Liquid Eyeliner. Den finde ich ganz gut. Am Anfang hatte ich Angst, weil der Pinsel doch relativ lang ist. Und das ist halt hier so ein Pinsel, der bewegt sich. Aber, ja, hätte ein bisschen besser sein können. Aber es ist in Ordnung. Und dann, auf den Lippen trage ich nichts, habe ich vergessen. Wollte mir noch einen Lippenpflegestift aufgeben, den haben wir vergessen. Aber die Mascara hier, da will ich ja gucken, wie viel kann ich platt machen in einem Jahr. Von der L'Oreal Unlimited hier, die ja leider recht kostspielig ist. Die macht ein tolles Ergebnis, ja. Aber ich finde für das Geld, ich glaube für knapp 13 Euro, 7,4 Milliliter finde ich wenig Produkt. Ja, leider. Ist diese hier, die man so abknicken kann beim Tuschen. Ja, mal gucken. An sich ist sie ganz gut, aber ich erzähle euch im nächstes Jahr, im Januar mehr darüber. Und dann gucken wir mal, wie viele Tuben ich hiervon verbraucht habe. Ich habe mich ja jetzt nicht das ganze Jahr nonstop geschminkt. Ne? Jetzt auch in der Erkältungszeit, wo ich so schlimm den Schnupfen hatte, habe ich mich gar nicht geschminkt. Ja. Heute habe ich mich geschminkt nach fast 2 Wochen Pause, nach, ja, 12, 13 Tage habe ich mich jetzt nicht geschminkt, weil es mir halt nicht so gut ging. Ja, das war's, ihr Lieben. Das war jetzt ein, ja, mein 1000. Video war das. Aufgebraucht mit ein paar Neuigkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich freue mich auf die nächsten 1000 Videos. Ist schon eine Wahnsinnszahl, 1000 Videos, aber ich bereue kein Video, es macht mir weiterhin unheimlich viel Spaß. Ich hoffe natürlich jetzt, dass es mir schnell besser geht, dass ich nicht so verschnupft und kaputt hier vor euch sitzen muss. Drückt mir mal die Daumen und ansonsten würde ich sagen, ja, freue ich mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.